Welche Bedeutung hat das Geldwäschegesetz für Immobilienmakler und wie musst du das korrekt anwenden? Und hier bekomme ich jederzeit, also sehr häufig, Fragen gestellt. Ja, wie geht das denn richtig? Und da gibt es auch noch die Risikoprävention, die ich als Makler da machen muss. Was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? So, zuallererst mal kurz als Intro. Worüber reden wir hier eigentlich? Für all diejenigen, die noch keine Immobilienmakler sind oder Immobilienmakler werden möchten oder kurz davor sind. Also, jeder Immobilienmakler hat die Verpflichtung, bei einem Objektverkauf sowohl den Verkäufer als auch den Käufer mittels Geldwäschegesetz festzuhalten und ein Dokument auszufüllen. Dieses Dokument kann man sich downloaden im Internet, das sogenannte Geldwäschegesetz. Und ich schmeiße jetzt hier gar nicht mit Paragraphen um mich rum, ist relativ easy und relativ einfach. So, was muss man denn beachten? Also zuallererst einmal geht es darum, dass in dem Moment, wo der Immobilienmakler Immobilien verkauft, ist er eine Prüfinstanz für die Behörden zum Thema Geldwäsche. Würde also bedeuten, wenn jetzt zum Beispiel eine Finanzierung gemacht wird, ist das Problem natürlich am allergeringsten. Weil bei einer Finanzierung ist ja die Geldquelle von der Ursache her vollkommen klar. Das Geld kommt von der Bank, wird an den Verkäufer überwiesen und gut ist die Sache. Ist aber jetzt zum Beispiel Cash mit im Spiel, also Bargeld, wird die gesamte Sache schon etwas trickreicher. Und hier haben im Übrigen auch Käufer und auch Verkäufer überhaupt noch gar keine Hintergründe, noch gar kein Wissen darüber, was denn da überhaupt die Aufgabe des Immobilienmaklers überhaupt ist. Also, dass der Immobilienmakler tatsächlich, genau wie bei einer Bank, wo du Geld, Bargeld einzahlst, die Summe über eine bestimmte Höhe hinausgeht, prüft die Bank auch die Herkunft des Geldes. Und genau diese Aufgabe hat der Immobilienmakler auch. Der muss also prüfen, wo kommt die Kohle her. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem Kongo, wir hatten tatsächlich so einen Fall bei einem Kunden, wo aus dem Kongo jemand eine Immobilie kauft, dann muss das natürlich gecheckt werden. Also wo kommt hier die Kohle her, was ist die Herkunft? Ja? Und beim Bargeld genauso. Also hier muss der Makler nachvollziehen können, was ist der Ursprung des Geldes. Ist das gespart worden oder ein Nachweis erbringen vor allen Dingen, sehr wichtig. Also ein Nachweis erbringen. Auf welcher Bank, wo kommt das Geld her? So, jetzt kommen wir zu der Berichtsführung. Also hier ist einfach zu empfehlen, dass ein Immobilienmakler hingeht und einen Ordner anlegt. Ordner nach Monaten sortiert, 1 bis 12, wo er seine ganzen Kaufvorgänge, Reservierung, Personalausweise, Kopien davon plus Geldwäschegesetz sauber registriert. Ich würde das sogar auf zwei Wegen tun. Einmal online hinterlegen und genauso in einem Ordner. Und das Ganze auch mit einer vernünftigen Excel-Tabelle in einer Übersichtsform dokumentieren. Denn was nicht schriftlich existent ist, existiert nicht. Kannst du das bei einer Prüfung als Immobilienmakler nicht nachweisen, dass du sauber geprüft hast, gibt es empfindliche und wirklich ärgerliche Strafen. Rausreden, Rechtfertigungen bringen nichts, da gibt es Haue. Das muss man einfach mal so ganz knallhart sagen. Das ist dann kein Spaß mehr. Okay? Was gehört dazu? Wie ich gerade schon sagte, Personalausweiskopie, die Kapitalnachweise, wo kommt die Kohle her und so weiter. Ja? Das sind Sachen, die kannst du im Internet nachlesen. Bei mir im Coaching gibt es das natürlich alles in wunderbarer, umfangreicher Form erklärt, was zu beachten ist, in welchem Prozess man das integriert,
so dass es auch für dich als Maklerin, als Makler überhaupt kein Problem darstellt. Also es ist keine Raketenwissenschaft, aber es muss gemacht werden. Und da häufig leider Immobilienmakler im Rahmen von Dokumentation nicht so die sorgsamsten sind, ist das eine potenzielle Schwierigkeitsquelle, die da am Start ist. Und wenn du die nicht einhältst, gibt es halt eben fette Watsche. Was noch zu tun ist, ist die sogenannte Risikoprävention. Ja? Also das heißt Risikomanagement genannt. Was hat hier der Makler zu tun? Frei übersetzt, vereinfacht. Ich bin kein Anwalt, ich bin kein Steuerberater, also im Zweifel immer natürlich mit deinem persönlichen Rechtsberater nochmal zusätzlich klären oder auch mal bei den Behörden anrufen. Ich sagte das aus meinem Erfahrungsschatz, meinem Erfahrungshintergrund, so, dass es keine Probleme macht, wenn du es so anwendest. Also Risikomanagement bedeutet eigentlich nichts anderes, dass du deine Zielgruppe, ja, also die Menschen, die bei dir kaufen, dass du Risikoanalyse betreibst. Also zum Beispiel also eine Art Bericht, Dokumentation schreibst. Ich habe zu 80% selbstständige Beamte, leitende Angestellte, die aus der Region um Frankfurt, um Köln, um Bonn, um Düsseldorf herumkommen, die und die Staatsbürgerschaft haben, die und die Berufe haben, die in der Regel finanzieren zu so und so viel Prozent, die Eigenkapital haben, gespart aus, hast du nicht gesehen und so weiter. Also das heißt, du beschreibst, was ist deine Zielgruppe, was ist deine Mandantschaft, wo sind die Ursprünge des Geldes, wie werden Immobilien hier finanziert, Cash, 50-50, überwiegend mit Finanzierung und so weiter. Wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass hier Geldwäsche betrieben wird und so weiter und so fort. Ja? So, hättest du jetzt beispielsweise, ich will jetzt auch keine Zielgruppe hier in irgendeiner Weise diskreditieren oder abwerten, aber hättest du jetzt zum Beispiel eine bestimmte Berufsgruppe, die, sagen wir mal, mit Bargeld häufig agiert und hantiert, und du würdest das zum Beispiel nicht sauber dokumentieren, ja, dass du möglicherweise da eine Gefahr siehst und entsprechende Vorkehrungen triffst und dafür sorgst, dass du dies, das und jenes tust, dann ist das wiederum eine Gefahr. Was soll das eigentlich heißen? Am Ende heißt es, dass du als Makler eine Prüfungsinstanz bist und dass du als Makler die Verpflichtung hast, weil sonst bist du nachher derjenige, der sozusagen im Fokus bist. Und wenn du das sauber dokumentierst, wenn du es sauber herunterschreibst, genau festhältst, was du tust und wie du das tust, dann hast du die Sicherheit auf deiner Seite, dass dir nichts passieren kann. Wohlgemerkt, saubere Dokumentation, klare Zielgruppenidentifikation und vor allen Dingen saubere Beweisführung deiner Verkäufe, deiner Kunden, sowohl Käufer als Verkäufer, dann bist du auf jeden Fall sehr gut und sauber aufgestellt. Last but not least, lass mich dir einfach sagen, zu einem Immobilienmakler, der kompetent und professionell ist, gehört eben auch dazu, dass diese Dinge exzellent und sauber gemacht werden. Und wenn dich vor allen Dingen interessiert, wie du nicht nur im Geldwäschegesetz, sondern in allen anderen Bereichen deines Maklerbusiness auf dem höchsten Level agierst und nach draußen absolute Kompetenz ausstrahlst, dann bist du bei mir genau richtig. Hier in der Infobox einfach Beratungsgespräch buchen und dann reden wir über dein Business. Folg mir gerne auf den sozialen Medien, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Und schreib auch gerne in die Kommentare, wie du das bisher gehandhabt hast, was deine Erfahrungen sind. Hast du vielleicht schon Erfahrungen mit diesem Thema gemacht? Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und fette Beute.